Level X Crew, herzlich willkommen beim neuen Player Review. Freunde, heute haben wir eine richtig coole Ikone für euch. Mr. AC Milan, Andrei Shevchenko. Genau, hier in der mittleren Version und ey, ich sag's dir, ich habe ihn sogar damals live spielen gesehen. Das ist eine Legende, wie es wirklich im Buche steht. Also hier im Hochmittelarbeitsraten, 3 Sterne Spezialbewegung, aber dafür 4 Sterne schwacher Fuß. Hoch nach vorne ist immer so, wie es ein Stürmer haben muss und wird ihm auch gerecht zu den damaligen Zeiten. Bei den Attributen, das Tempo sieht eigentlich auf der Karte gar nicht so verkehrt aus. Also ja. Wir gehen hier auch noch mit dem Hunter, damit er noch ein bisschen geboostet wird. Die Schusswerte, dafür ist einfach bekannt, die sehen einfach nur brutal aus. Bei den Passwerten muss man sagen, der lange Pass, der macht ein bisschen Probleme, ja. Werden wir auf dem Platz sehen, wie das wieder rüberkommt. Dagegen die Dribblingwerte, was sagst du dazu? Ist in Ordnung. 78 Beweglichkeit, 80 Balance. Also ich würde auch verstehen, wenn man hier mit einem Engine geht, das boostet. Aber ich sag mal, ein Stürmer, da muss der Schuss geboostet werden. Die Bude muss drin sein. Genau. Das sehe ich auch. Vielleicht ein Finisher wäre auch eine Idee gewesen. Ja, könnte man machen. Eins muss man sagen, Ausdauer nur 73. Mal gucken, wie sich das beim Stürmer äußert. Also ich Weekend League Verlängerung, ich glaube, da wird schwer. Und Bruder, der hat einen richtig coolen Trade mitgebracht, der dieses Jahr selten da ist. Power-Freistoß. Oh, okay. Angeschnittener Schuss ist auch da. Das ist wichtig. Ist wichtig. Ich bin gespannt. Insgesamt kostet diese Karte auf beiden Konsolen etwa 420k. Wir haben ihn für 399 geschossen. Ich will einfach wissen, ob der das für diesen Preis bringt. Ich auch. Ab geht's. Und der lange Pass muss das erstmal rein. Aber Powerkopfball hier. Oh. Oh. Schade. Erster Versuch. Schade. Weiter geht's. So, kommen wir. Shevchenko. Oh, schade. Aber ein schöner Versuch, ne? Man merkt auch Beweglichkeit sich. Ich finde, der kommt ein bisschen besser rüber, als wir auf der Karte stehen. Erstmal habe ich auf der Karte auch Schiss gehabt, was da für Werte stehen. Uiuiui. Komm. Und setzt er sich durch? Ja, setzt sich durch. Ja, Mann. Ja, das erwarte ich von so einer Karte, Mann. Shevchenko, Stärke hat er natürlich auch mitgebracht, ne? Und genau so muss es sein. Vor der Bude, ja, Mann, da muss er. Eiskalt. Oh, komm her. Da sieht man. Da fehlt ein bisschen das Dribbling, aber er kann sich durchsetzen mit der Stärke. Okay, komm. 11 Meter. Ja, sauber. Da können wir Shevchenko gleich auslassen. Probieren wir. Komm, eiskalt, schafft das in den Winkel. Ja, Mann. Selbst der Torwart kriegt in die Ecke. Nices Ding, schön. Oh. Sauber durch. Den muss er machen. Macht er leider nicht. Mann. Alter, das genau die Dinger müssen rein. Schade. Wow. Ja, genau den Move muss er machen. Den macht er jetzt aber. Ja, Mann. Starkes Ding. Und der Move war jetzt aber doch schneller. Genau, und hier hat er noch die Schwierigkeit gehabt, dass jemand an ihm gerüttelt hat und trotzdem durchgesetzt. Gut. Schade, die kommen nicht alle mit so unhaltbaren, ne? Ja. Das ist eigentlich, kenne ich so aus dem letzten Teil anders von ihm. Der hatte so einen Gewaltschuss. Neymar macht's auch bei uns. Er stand irgendwie ganz weit außen die ganze Zeit. Ich habe ihn gesucht erstmal, hat ihn nicht gefunden. Neymar stand besser. Musste man halt über Neymar gehen. Auch keine schlechte Option. So. Komm, Shevchenko. Boah, schade, Mann. Alter, in Allison findet er heute seinen Erzfeind. Aber nicht. Ramos mit dem Kopf getroffen. Eigentlich habe ich gedacht, da wird Shevchenko stehen. Habe ich auch gedacht, der ist groß. Ja, Alter, perfekt gelaufen, perfekter Pass. Aber nicht der perfekte Schuss. Oh Mann, Alter, den Allison zu überwinden ist für ihn heute echt schwer. Oh, der Move war nice. Und jetzt überwindet er ihn aus der Distanz. Ja, so muss das sein. Diesen Schuss habe ich vermisst jetzt. Also wow. In dem Moment, das Dribbling war perfekt, ne? Muss ich sagen. Aber er positioniert sich jedes Mal richtig gut, bekommt aber somit auch seine Chancen, die er dann verwandeln kann. Also auch wenn Stellung er, spielt tatsächlich sehr gut. Auch wenn er jetzt hier in dem Spiel etwas mehr Chancen oder ein paar mehr Chancen gebraucht hat. Alter, was für ein Spiel von Andrei Shevchenko. Wie man sieht, er hat viele Versuche gebraucht, aber er hat auch 5 Buden gemacht. Andrei Shevchenko, Freunde, wir haben mehrere Spiele mit ihm gemacht, haben eins der aussagekräftigsten Spiele jetzt als Review genommen. Und was kann man jetzt über ihn sagen? Also, das Tempo kommt eigentlich ziemlich gut rüber.
Seine Schüsse waren auch nicht ohne. Wobei ich sagen würde, ein paar hätten reingehen müssen, die nicht reingegangen sind. Man kennt es anders von ihm mit diesem Powerschuss von der Prime-Version. Auch die Balancewerte, würde ich sagen, also Dribblingwerte insgesamt, die sind nicht so hundertprozentig rübergekommen. Also unterm Strich muss ich sagen, wir haben die letzten Jahre immer seine Prime- oder Prime-Moment-Version gespielt und ich muss zugeben, der Abstand zwischen dieser mittleren Variante und der Prime-Variante oder Prime-Moment ist sehr, sehr groß. Shevchenko zeichnet sich immer durch einen Wahnsinnsschuss aus. Den hat er hier nicht. Deswegen hätten wir auch gesagt, wartet lieber auf die Prime-Variante, wenn ihr Bock auf Shevchenko habt, weil dann wird er sich in seiner vollen Pracht zeigen. Dann werden wir hundertprozentig ihn auch noch einmal reviewen und gucken, ob er dann wirklich der perfekte Spieler ist. Genau, falls ihr doch einen richtigen Stürmer sucht als Ikone in diesem Preissegment, Ian Rush, haben wir auch reviewed und der ging wirklich ab. Der hat mir ein Stück besser gefallen. Genau. Sein Abschluss war doch stärker. Falls euch dieses Video gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben da. Wer noch nicht abonniert hat bei unserem Kanal, lasst ein Abo da. Ansonsten bleibt gesund. Freut euch aufs nächste Review. Wir sehen uns da. Bis dann.